Die zweite Regel, nachdem wir gesagt haben, der Koran enthält die Bedienungsanleitung, lautet, der Islam hat kein Verfallsdatum. Der Islam ist keine Packung Milch, das ein Haltbarkeitsdatum hat und irgendwann mal kann man es nicht mehr genießen. Der Islam gilt bis zum Tag der Auferstehung. Warum müssen wir unseren Kindern dies beibringen? Denn in der Schule wird ihnen beigebracht, dass der Koran ein schönes Buch ist. Wunderschön, kann man sehr schön singen damit. Aber die Gebote im Koran, die galten nur für die Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Schweinefleisch wurde verboten, denn die Züchtung damals war nicht so hygienisch. Heutzutage haben wir Hygienemittel. Deswegen ist Schweinefleisch nicht mehr verboten. Zina war früher verboten zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, da es keine Verhütungsmittel gibt und die Leute krank werden. Heutzutage gibt es Verhütungsmittel und abgesehen, selbst wenn man krank wird, gibt es Medikamente. Also ist Zina nicht mehr verboten und so weiter und so fort. Hier sagen wir, die islamischen Gebote haben kein Verfallsdatum. Das Zinsverbot gilt bis Yawm al-Qiyam. Zina-Verbot gilt bis Yawm al-Qiyam. Dass eine Familie nur aus Vater, Mutter und Kind besteht und nicht aus Vater 1, Vater 2, Mutter 1, Mutter 2, gilt bis Yawm al-Qiyam. Das sind Gebote, die ändern sich nicht nur, weil die Welt älter wird. Aber hier kommt dann ein Scheinargument, dass man unseren Kindern vorlegt, damit sie zweifeln am Koran. Ja, wenn das so ist, wie kann dann der Islam mit modernen, aktuellen Themen umgehen? Gab es Drogen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Gab es Bitcoin zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Gab es Astronauten zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Wenn ihr sagt, der Islam gilt und wir sollen uns an den Islam halten, dann werdet ihr im Mittelalter leben. Abgesehen davon, wir sind stolz auf das islamische Mittelalter. Das islamische Mittelalter war nicht so verdorben wie das westliche Mittelalter. Deswegen, das islamische Mittelalter war die Blütezeit der Wissenschaften, die Blütezeit aller Wissenschaften, nicht nur der religiösen Wissenschaften. Aber abgesehen davon, hier müssen wir unseren Kindern beibringen, dass der Koran dies nicht vergessen hat, dass die Zeit sich entwickelt, dass es immer moderner wird, dass man Dinge entdecken wird. Und daher hat der Koran uns beigebracht, so wie auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Sunna, dass es etwas gibt, dass wir Gebote vergleichen, das nennt man Analogieschluss. Ein Beispiel sind die Drogen. Weder im Koran noch in der Sunna steht, dass Drogen verboten sind. Was machen wir nun? Nun, wir schauen im Koran, gibt es irgendetwas, worüber Allah gesprochen hat, das Drogen ähnelt? Was sind denn Drogen oder was ist das Schlimme an Drogen? Drogen nehmen dem Menschen den Verstand weg. Er kann dann nicht mehr richtig handeln, weil er nicht mehr richtig denken kann, weil er berauscht ist. Nun, dann fragen wir, gibt es im Koran irgendwas, was ähnlich ist? Und guten Morgen, es gibt tatsächlich ein Gebot, und zwar das Alkoholverbot. Warum hat Allah Alkohol verboten? Weil es berauschend ist, weil es deinen Verstand beeinträchtigt. Und was ist das Urteil von Alkohol? Es ist verboten. Also sind Drogen verboten. Der Islam bleibt also nicht stehen in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern der Islam gibt uns Lösungen bis Yawm al-Qiyamah, komme was wolle.